Hallo, hier ist euer Paco mit einem neuen Panini-Video. Genau, ich habe viele neue Comics bekommen, aber in der letzten Zeit kam ich einfach nicht dazu, das zu machen. Tut mir echt leid. Aber jetzt habe ich die ganzen neuen Comics hier auf dem Haufen und wir werden uns jetzt gleich hier am Tisch angucken. Ihr wisst, ich habe leider keine Frontkamera bei der Perspektive, also seht ihr nur das Comic und das ist auch in Ordnung. Es geht ja nicht um mich, es geht ums Comic hier. Ja? Also, bis gleich. Hallo, hier ist euer Paco und heute machen wir den größten Review von Panini, was wir je gemacht haben. Ihr seht schon, wir haben schon ganz viele Comics vor uns, deswegen fangen wir an. Ich habe es in letzter Zeit nicht geschafft, die regelmäßig abzuarbeiten, tut mir echt leid. Die kamen auch immer unterschiedlich, aber jetzt sind wir wieder dabei und wir werden auch alles reviewen. So, fangen wir an mit Morbius. Morbius Blutdurst. Richtig cooler Comic, ist ein bisschen düsterer als alle anderen, was ich jetzt so habe, finde ich. Werdet ihr sehen, wenn ihr euch das kauft oder wenn ihr später den Film guckt, dass es schon gruselig ist. Wir wissen ja nicht, wenn der Film jetzt rauskommt. Hätte er eigentlich schon rauskommen sollen, weiß ich gar nicht. Aber durch Corona verschiebt sich das alles immer. So, Morbius, hier seht ihr ihn, wie er vor so einem Grab kniet und schreit. Richtig düster, ist aber echt cool gemalt, finde ich. Und hier hinten seht ihr ihn nochmal in seiner Fledermausgestalt. Hier seht ihr nochmal, um was es ungefähr geht. Und hier unten seht ihr den Bereich. 14 Euro über 100 Seiten ist richtig gut, muss ich sagen. Also mir hat es gefallen. Die Qualität wollen wir auch gleich ansprechen. Wie gesagt, wir müssen ein bisschen schneller machen. Finde ich richtig gut. Die Qualität ist wieder ein Softcover, aber wie ihr merkt, ich habe das schon einmal durchgelesen und im Schrank drin stehen gehabt und man merkt eigentlich nicht viel. Ein bisschen hier die Kanten, aber das hat man bei jedem Comic. So, gucken wir uns natürlich die Bilder an. Die Bilder sind wichtig. Wie ist das Ganze gezeichnet? Gefällt es euch von der Zeichnung her? Ich muss sagen, mir hat es mega gefallen. Gerade auch das Düstere, auch ein bisschen diese blutigen Szenen, die waren echt gut gemacht. Hier sieht man das Ganze nochmal, auch die Farbgebung, dieses Dunkelblau und Rot, das erkennt man immer bei Superman, gefällt auch jedem. Ist aber echt düster, auch so eine Fledermausgestalt finde ich echt ein bisschen gruselig. Aber guckt es euch an und bildet eure Meinung, ist er böse oder gut. Hier seht ihr nochmal, dass auch Spider-Man mitmacht. Ich fand das ganze Comic mega geil, wird es auch nochmal kaufen, also den zweiten Teil auf jeden Fall. Ich finde also die Qualität ist top, kann man nichts anderes sagen, ist halt Marvel, ne? Die Bilder oder die, wie es gezeichnet ist, hammergut, auch nochmal einen Daumen nach oben und den Preis für 14 Euro über 100 Seiten kann man nicht meckern, finde ich auch gut. Deswegen, wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr euch das holen, weil der Film dauert doch ein bisschen und euch erstmal hier die Story durchlesen. Die eine Sache, was ich bekommen habe hier, und Justic, Young Justic, ich bin ein Young Justic Fan. Wie Young Justice Fan. Ja, ich habe mir die Filmchen angeguckt, da die Zeichentrickfilme schon was gab, war echt cool. Und ich habe mir die gesammelt. Das sind die älteren. Da ist noch D-Mark dran. Seht ihr das? Da steht doch ja 5,90. Kann man also gleich überprüfen, was okay, kann man nicht. Das ist ja ein Buch und das war einfach ein Comic-Heft. Die habe ich auch alle in Folie gepackt. Hier vom ersten Teil habe ich sogar Sonderband. Voll krank. Also ich mag die. Deswegen hat mich natürlich jetzt gefreut, dass die das Band hier bekommen habe und ich habe ja davor schon eins gehabt, habe ich auch schon eine Review darüber gemacht. Wie ist jetzt der oder der Teil? Young Justice verloren im Multiversum. So, vom Cover her muss ich sagen, passiert ziemlich viel. Wegen auch dem Multiversum, das sind glaube ich alles andere Welten, würde ich jetzt mal so sagen. Hier die Krage, wie sie versucht, Green Lantern reinzuziehen, aber das ist ja die weibliche Person davon. Und hier seht ihr, hier ist Robin, Superboy, wo er öfters aussieht wie eine ältere Version von Superman, finde ich. tut mir leid. Hier der Young Flash. Naja, brauchen wir nicht alles erklären. Guckt euch das an. Aber vom Cover her finde ich das mega cool gemacht. Von den Farben her gefällt mir auch tierisch. Von hinten ist es auch sehr bunt. Hier sieht man wieder die ganze Gruppe hier, wie sie da rumkniet und kämpft mit anderen zusammen. Und im Multiversum verschlossen steht hier,
Verschlossen? Verschollen! Im Multiversum verschollen. Ist über 160 Seiten, das Ganze. Also es ist viel Stoff und ist auch richtig geil gemacht. Und kostet aber 19 Euro. Ich hoffe, man sieht das, 19 Euro. Ich muss aber sagen, ich finde den Preis in Ordnung. Natürlich kann man sagen, oh, Comics lesen mehr Kinder mit ihren Taschengeld. Ich muss jetzt schräg hinlegen, dass das bei euch gerade ist. Aber 19 finde ich echt okay. Ihr kriegt da was. Das ist ein hübsches Qualität. Jetzt seht ihr wieder Softcover. So, Zeichenstil. Mag ich noch ein Stück. Ich mag es, wenn es wie beim Manga, mag ich den Chibi-Style. Und wenn sowas halt kommt, finde ich obergeil. Wenn so, wenn es sich auch ein ganz ein bisschen verarscht und nicht immer so ernst nimmt, das mag ich eher. Und wenn es dann auch ein bisschen lustiger wird. Das ganze Zeichenstil gefällt mir mega, mega gut. Das war jetzt auch der Grund, warum ich überlege beim Zeichnen lernen, gehe ich jetzt auf Manga oder gehe ich auf Comic später. Natürlich ist es gut, wenn du eins lernst, kannst auch beide. Deswegen werden wir mal schauen, in was für einer Art ich, ob ich nachher einen Manga mache oder einen Comic. Das werden wir dann gucken. Ich bin für beides offen. Vielleicht mache ich eine Mischung. So, ihr seht, alles mega geil gemalt. Die Zeichnungen Hammer. Mir gefallen sie. Und da gibt es auch nichts zu sagen. Die Story ist richtig, richtig gut. Also ich empfehle sie euch durchzulesen. Gibt natürlich auch schon, ist auch schon draußen. Und mir hat mega Spaß gemacht. Hab sehr, sehr, sehr schöne Lesezeiten gehabt mit diesem ganzen Comic. Und ich wünsche es euch auch. Deswegen, wenn es euch gefällt und ihr sagt, ich bin ein Justic-Fan oder ich mag das an sich, dann kaufe ich das Ganze. Also ich habe nur Top-Top-Comics hier, aber ist ja klar, ich suche sie mir vorher raus, muss ich sagen. Ich suche die ganzen Comics mir vorher raus. Und also es sind mehrere, wo ich mir raussuchen kann und ein paar werden mir geschickt. Deswegen ist es auch alles mein Geschmack, muss ich sagen. Hier, Gwenpool. Gwenpool ist mega, mega cool, Leute. Das ist so lustig. Jetzt schaut euch nur die Zeichnung an, ne? Gwenpool. Richtig, richtig geil. Hier ist Spider-Man, wie seine Maske reißt. Hinten auch. Mir gefallen auch ihre Farben vom Aussehen, ne? So, hier sieht man natürlich wieder den Text. Ist immer gleich auf über 100 Seiten für 14 Euro wieder. Ist wie bei Morbius. Ein cooler Preis. Ist echt ein sehr guter Preis. Und hier auch, könnt ihr gleich sagen, die Zeichnung gefällt mir natürlich. Die sind lustig gemacht. Ich liebe die Farben, wenn es so pink ist. Oder hier mit den Hai da an der Seite. Solche Sachen, darauf stehe ich. Ich glaube, ich bin so einer, ich mag es nicht ernst. Morbius hat mir auch gefallen. Natürlich lese ich auch ein bisschen gruseliger. Aber hier gucke ich mir die Seiten noch viel länger an, weil es passiert ziemlich viel immer. Auch durch diesen Humor, was die Zeichnungen darüber geben. Also, hat mir tierisch gefallen, das durchzulesen. Und Qualität ist es wieder ein Softcover, wie die anderen. Kann man nicht meckern, ist eine Top-Qualität. Die Seiten für 14 Euro ist auch Hammer. Die Story ist gut und die Zeichnung ist natürlich wundervoll. Jetzt haben wir hier was ganz Großes, was hier ein bisschen auch die Mischung ist, was ich jetzt fand persönlich ist. Es ist, glaube ich, in Manga-Style gehalten ein bisschen. Batman, das goldene Kind. Weil vom Prinzip her ist es eher, finde ich, ich habe jetzt viel mit Stils gearbeitet oder geguckt, weil ich mir schauen wollte, was für ein Style gefällt mir am meisten. Und das ist ein bisschen Mischung, finde ich. Ein bisschen Comic, ein bisschen Manga. So, gucken wir aber jetzt gleich an. Das ist Black Label. Und ihr seht schon, hier vorne passiert viel. Hier hinten die Leute. Hier ist Batgirl vom Prinzip, ne? Hier ist Supergirl und hier ist das goldene Kind. Richtig cool gezeichnet, kann man echt nichts sagen. Mir gefällt es auch mit dem Hintergrund und mit dem Verschwommen. Also, ach, ich liebe es, wie ich so zeichnen kann. Hier hinten sieht man nochmal alles schön in Rot. Das nächste Generation schlägt zu, die nächste Generation schlägt zu. Und das Ganze kriegst du für 15 Euro. Hat jetzt nicht über 100 Seiten, aber reicht auch. Das Ganze ist hier viel größer als die ganzen anderen Comics, wie ihr das merkt. Und von der Qualität, es ist ein Hardcover, kann man echt nicht meckern. Es ist echt Hammerqualität, deswegen gibt es einen Daumen hoch. Und ihr merkt, es ist ein bisschen düsterer gehalten auch wieder. Auch von der kompletten Zeichnung. Und wieso sage ich jetzt Manga? Ich finde auch die hier geil. Okay, aber wollen wir ja nicht sagen, wer ist dieser Typ hier, dieser hübsche Kerl, wo der Joker lenkt? Ich weiß es nicht. Also es ist
Ich habe halt teilweise das Gefühl gehabt, ich diesen Manga, ein paar Zeichenstil, kam mir auch so Manga-mäßig rüber, obwohl das extrem Comic ist, wenn man es nachher wieder so vergleicht. Es hat richtig was, also es hat richtig Spaß gemacht, das Ganze durchzulesen, die Zeichnungen genauer anzugucken, was doch teilweise sehr creepy ist. Und ich glaube, euch wird es auch viel Spaß machen. Ich sage, das ist eine Kaufempfehlung. Dieses Hardcover gefällt mir auch mal, diese längliche Bücher. Ich habe da jetzt gleich noch mal eins, das ist noch ein Stück größer. Ich werde das andere gleich mal hier drauflegen, also das hier auf das andere, dass ihr das seht. Storymäßig sage ich euch nichts, guckt es euch an, es ist so eine kleine neue Ära, geht aber im Black Label. DC Black Label ist immer ein bisschen düsterer, werdet ihr merken, wenn ihr die holt. Also es gibt viele, die sind mega Fan davon, ich auch. Nämlich auch von ihnen hier, da haben wir den ersten Teil schon gehabt, bekommen. Jetzt haben wir den zweiten Teil auch noch, mega geil. Dead Earth Wonder Woman. Und jetzt guck mal hin. Das Ding ist schon riesig, ne? Ich krieg das gar nicht in die Kamera, aber das ist noch größer. Und jetzt gucken wir uns auch an, wie die Zeichnung ist. So wie davor, die finde ich jetzt wieder in einem anderen Style. Ist, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Von der Form her kann man es eigentlich ähnlich sehen wie drüben. Aber in den ganzen Stil her geht es ein bisschen in so einer düsteren Comic-Zeichnung. Wie soll man sagen, so richtig das Endfeeling hat man da wirklich. Ihr seht jetzt, sie ist mit zwei Jungs unterwegs, also einen älteren und jüngeren. Und sie kämpft da gleich gegen eine Riesenkralle oder einen Riesendämon. Muss man schauen. Ich will da nicht so viel wegnehmen. Hier hinten sieht man auch wieder schön in Rot gehalten. Richtig, richtig geil. Und mal, wenn ihr euch das anguckt. Und das Ganze kostet nur 13 Euro. Genau, 13 Euro. Und ihr könnt diese Pracht hier an Comic. Ist wieder Hardcover. Da habe ich ein bisschen mehr gedruckt gelesen, weil die war auch so steif. Ich weiß nicht, warum die so noch so steif ist. Das, so wie das schon aufgebaut ist, gefällt mir jetzt mit der Seite. Und ihr merkt halt, es ist eine düstere Zeichnung. Beim ersten Teil gibt es auch eine Szene, da liegt der tote Batman neben ihr. Das ist ja auch voll gruselig. Aber ihr merkt, es hat schon viele Eigenarten des Comic. Aber von der Story her und vom Feeling her ist es mega, mega geil und eine Kaufempfehlung und natürlich Qualität. Der Zeichenstil ist so mittelmäßig, also ich möchte sagen, ich finde ihn nicht schlecht, ich mag den auch, aber ich finde ihn jetzt nicht so überragend wie bei den anderen. Ich würde da Mittel geben, aber irgendwie ist es auch wieder der Style, wo die Serie ausmacht, ich weiß es nicht. Gebt mir deswegen auch einen Daumen hoch, ihr könnt ja sagen, was ihr dazu sagt. Und natürlich der Preis, mit 13 Euro finde ich das ganz gerechtfertigt. So. Jetzt kommt noch mal was für DC, ne? Also wieder Black DC. Mega, mega geil. DC Horror, der Zombie-Virus. Hier seht ihr Batman als Zombie. Mega geil, Leute. Ich schwör, ich bin so ein Zombie-Fan. Und als ich das hier bekommen habe, bin ich mir aus Tränen. Wollte eigentlich was Eigenes darüber machen. Aber da meine Technik ja in letzter Zeit nicht so ging, also meine Kamera, war das so ein bisschen blöd. Deswegen kommt es jetzt mit hier rein. Aber als letztes, als mega, mega Kaufempfehlung, sage ich jetzt schon, es ist mega cool. Schön, wer dieses geile Vorderfront will hier mit Batman als Zombie. Hammer, holt's euch. Und hier das Panini glänzt auch so rot. Das ist cool gemacht. Auch die Schrift hier. Oha, so richtig cool. Also hier sieht man Batman, Zombie, wie gesagt. Hinterfront sieht man nochmal hier. Komplett als Zombie mit roten Augen. Ich möchte da jetzt gar nicht so drauf eingehen auf die Story, ne? Weil das müsst ihr euch auf jeden Fall durchlesen. Und die siehe für 24 Euro erhält, da steht irgendwas dran mit Dissect 1 bis 6. Okay, wir gehen jetzt mal in die Zeichnung rein. So viel werde ich euch noch nicht zeigen von dem geilen Ding. Holt es euch selber. Das müsst ihr euch holen, dass da auch viel, viel mehr davon produziert wird. Mega cool. Ihr seht, ist alles wieder sehr blutig, ist Zombie halt. Ne? So wie man die Helden gegen Zombies, wer wollte das denn nicht immer sehen? Ich auf jeden Fall, ich wollte das immer mal sehen. So wie wird wie die Welt, wenn die Helden da wären und die Zombies. Und da kriegt ihr das Ganze das auch mit. Hier Joker als Zombie. Mega, mega cool. Ich zeige euch da nicht so viel. Moment, ich suche gerade eine Seite und mir gefällt es ja auch hier. Seht ihr?
wenn die so zeichnen, wie die Welt hier, die Hochhäuser, wie das Gras rüber gewachsen ist. Es ging, hier geht es wegen Surfing, oder wie heißt das Surfing? Gibt es jetzt auf Sky, kann man jetzt die erste Staffel gucken, da gibt es jetzt eine Serie. Aber ich sag dir nicht so viel, ne? Ich muss sagen, die Qualität ist der Oberhammer, also wie kriegt das Ding nicht kaputt. Die Story ist mega, mega gut, also da würde ich gleich 4 Daumen geben. Aber ich stehe auch auf Zombies und Zombies brauchen eine keine gute Story, aber muss Zombies drin sein. Und der Preis mit 24 Euro geht richtig, das geht klar, weil ihr kriegt hier voll viele Seiten, voll geile Bilder. Also es ist auch mega dick, es ist nicht so, also wir heben jetzt mal einen Comic für 15 Euro hin. Ne? Zack, das ist doppelt so dick, also richtig, richtig cool. So, das war's schon mit Panini, wir haben die jetzt alle Bücher, aber wie gesagt, alle Comics sind schon draußen. Ihr könnt jetzt alle schon kaufen gehen, los geht los und habt auch was, wenn die Zeiten wieder ein bisschen schlimmer werden, wenn wir zu Hause bleiben müssen, könnt ihr da übrigens ein bisschen Comic lesen. Ich bin mal gespannt, ob was Neues kommt von Panini, bis jetzt kam noch nichts. Wenn was Neues kommt, werde ich es auf jeden Fall schneller präsentieren, so dass man vielleicht nur noch ein Video macht pro Comic und das auch dann ein bisschen kürzer ist und ihr nicht so lang zugucken müsst. Ich freue mich auf jeden Fall. Hab viel zu lesen gehabt, das war auch der Grund, warum es so spät ist, Alter, bis ich die ganzen Dinger durchgelesen habe. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, was ihr machen könnt, einen Daumen nach oben. Und wenn es euch richtig gefallen hat und ihr seid noch nicht Abonnenten meines Kanals, abonniert das Ganze. So mehr Input ich davon kriege, dass es gut ankommt, werde ich natürlich versuchen, mehr Videos davon zu machen. Deswegen haut rein, sage ich mal. Jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß beim Selberlesen, egal was ihr macht, habt viel Spaß dabei. Ich bin raus, bis dann. Tschüssi. We'll be right back.